Unsere Kinder haben eine Vision. Eine Vision von einer bienenfreundlicheren Welt, als sie jetzt schon ist. Und sie möchten definitiv, dass diese Vision lebendig wird. Und dafür haben sie eine Menge getan. Wir haben für die Bienen kleine Samenbomben gesammelt. Wir haben in unserem Garten selber auch den Samen gesammelt und auch in Tüten verpackt. Haben uns klug gemacht darüber, wie man Samenbomben macht, weil Samenbomben haben noch die Besonderheit, dass der Samen nicht so auseinanderfällt. Der wird erst aufgehen, wenn letztendlich das Wasser drüber gegangen ist vom Regen und so weiter. Also das ist eine andere Kombination. Und wir möchten mit diesen Samentüten einfach alle Leute beschenken, im besten Sinne, dass sie mitmachen. Die kommen manchmal zu Hause angeflogen. Und wo fliegen die hin? Zu den Blumen. Das Buch Mia und das Blumenwunder hat die Kinder besonders berührt. Und sie haben daraus nicht nur eine Vision, sondern auch eine Botschaft entwickelt. Das ging dann bis dahin, dass im Prinzip die Kinder Bepflanzungspläne gemalt haben, die wir dem Bürgermeister vorgestellt haben. Und was gibt es Schöneres, wenn man die Schöpfung Gottes bewahren möchte, wenn es von unten auf, also von den Jüngsten gesagt wird? Also das ist wirklich ein Herzenswunsch, den wir gerne verwirklichen möchten, mit allen Bennendorfern.